Sehr cooles Intro, oder? Werde ich jetzt öfters so benutzen. Übrigens, wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut, dann könnt ihr sogar noch etwas bekommen. Vorausgesetzt, ihr seid Kanalabonnent, liked das Video und schreibt einen Kommentar. Aber dazu später mehr. Servus, grüßt euch Leute. Heute mal mit einem neuen Format. Es geht um meine Newsletter, denn die kosten mir immer sehr viel Arbeit und Zeit. Die stelle ich aber für meine Kunden zur Verfügung über, ja, über einen Newsletter. Dann gibt es noch den Newsletter über LinkedIn. Dann gibt es noch meine Homepage. Und jetzt haben wir gedacht, warum nicht auch über YouTube? Denn da habe ich ja auch viele Leute, die ich erreiche. Und es geht wirklich um spannende Themen. Es hat unter anderem, ja, ich habe auch eine Newsletter-Themen hier vorbereitet. Also es geht als erstes über die Überarbeitung des Lizenzmoduls der Subparts. Ich sage dazu einfach, es gibt eine neue verbesserte Rezeptur. Es gibt einen neuen Button, den ich jetzt pflege, dass man alle Subparts gleichzeitig downloaden kann. Ist eine kleine Bitte oder eine Aufforderung für Google-Rezension, damit noch mehr Hersteller oder auch die bisherigen Hersteller weiter in dieses System investieren, damit es am Ende noch kostenfrei bleibt, natürlich für den Kunden. Dann geht es um die Allplanhilfe Ingenieurguide und ein kleines Schmankerl am Schluss zu den CS Concept Buddies Ingenieurbau, also einen neuen Bürostandard im Ingenieurbau für Allplan, der aus meiner Sicht bahnbrechend ist. Natürlich spricht man das immer von seinem eigenen Produkt und seinem eigenen Modul, aber ich stehe zu meiner Arbeit, ihr kennt meine Qualität und da wird es wirklich Bahnbrechendes geben. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Links, die es im Newsletter gibt, werde ich auch dementsprechend in der Videobezeichnung mit einfügen. Also, dann schauen wir uns das doch mal an. Also, erstmal hier. Servus, ich habe das Lizenzierungsmodul aller Subparts aktualisiert. Was bedeutet das für euch? Einige Kunden hatten Schwierigkeiten, die Subparts per Drag and Drop zu installieren. Der Grund dafür wurde gefunden, es lag an der Installation mehrerer Sprachmodule von Allplan. Dieses Problem ist nun behoben. Außerdem ist aufgefallen, dass viele Kunden alle Subparts herunterladen möchten. Daher werde ich zukünftig einen Sammeldownload für alle Subparts anbieten und pflegen. Über den folgenden Button könnt ihr nun alle Subparts herunterladen. Das heißt, diesen Button wollte ich schon vor Anfang an einfügen, aber die Pflegearbeit war am Anfang noch zu hoch, da ich zu viele Updates und Patches machen musste. Die waren fast alle 2 Tage. Und dieser Button, da muss ich jedes Mal die ganzen SMZ-Dateien wieder in einen Ordner zusammenzippen, hochladen, neu betiteln, was sich geändert hat und. Das kostet halt einfach jedes Mal 15 Minuten Arbeitszeit, die ich natürlich in die Programmierung oder in die Werbung stecken könnte. Und deswegen, aber jetzt ist es so, dass immer weniger Rücklauf kommt. Gut, das war jetzt einmal nochmal ein Riesen-Update für jedes Subpart. Na, man dachte, jetzt mache ich diesen Button mit und wenn ein neues kommt, dann füge ich das ein. Also ihr könnt jetzt auf einen Button. Ach komm, ich zeige ihn doch einmal, oder? Hier, Support. Genau, die Google-Rezension ist für mich momentan sehr wichtig. Ja, ich habe den Ingenieurguide jetzt hier hingesetzt, nicht mehr hierhin. Und seitdem prasseln die Ingenieurguide-Anfragen ein. Das ist Wahnsinn. Na gut, aber wurscht. Jetzt gehen wir mal auf hier jetzt downloaden. Und jetzt könnt ihr einfach hier auf alle Subparts gezippt downloaden. Zack, fertig. Ne? Müsst ihr dann das Ganze noch entzippen und dann habt ihr aber alle. Gut. Dann das nächste Thema. Nach 2 Jahren auf dem Markt sind bereits über 5.800 Kunden mit den Subparts ausgestattet worden. Ich glaube, jetzt sind es 9.000. 9.000, sage ich schon. 5.900. Ja. Wer zählt schon jeden Einzelnen? Ich möchte auch weiterhin das beste Einbauteilsystem für Allplan kostenfrei pflegen und programmieren. Das ist nicht bloß das beste Einbauteilsystem für Allplan, aber da gibt es halt bisher erst. Es ist das beste Einbauteilsystem überhaupt weltweit. Da brauche ich nicht prahlen damit. Das ist so. Denn wenn man versteht, dass es einfach Einbauteile gibt, die herstellerübergreifend auswertbar sind, braucht man gar nicht drüber reden. Und dann sind es nicht starre Produkte, sondern alles Generatoren von Anwender für Anwender entwickelt. Da kann mir kein Hersteller sagen, dass er da ein besseres Produkt hat. Also gibt es nicht. Nee, nein, ist nicht so. So, also System. Ich sag System. Bewusst das System. Viele Hersteller sind sich der enormen Zugkraft des Systems gar nicht bewusst. Und das stimmt wirklich. Die sind sich gar nicht bewusst, was da für eine Waffe da ist. Also das ist ja eine Riesenwerbung für die Hersteller.
Und dafür benötige ich jedoch eure Unterstützung. Wenn ihr mit den Subpods zufrieden seid, hinterlasst mir bitte eine Google-Rezension. So können auch andere Hersteller sehen, dass dieses System genutzt wird. Ich danke euch von Herzen für eure Unterstützung und werde die Google-Rezensionen auch auf der Startseite unserer Homepage anzeigen, damit auch ihr eine kostenfreie Werbung erhaltet. Unterstützt mich gerne mit einer Google-Rezension. Ich danke. Und das meine ich wirklich ernst. Auf meiner Homepage, das muss ich bloß immer händisch aktualisieren. Dieses Programm hat eigentlich damit beworben, dass es automatisch geht, aber da kommen dann die Google-Rezensionen und da könnt ihr dann schauen, wer mich alles bewertet hat. Ja. Also, glaube ich, kommen bloß immer die letzten 10, das kann ich auch einstellen. Genau. Hoppala. Sind wir noch drin? Nee. Ja, welche Seite war es jetzt? Rumpi dumpi 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 dump. Ja. Genau. Dann. Ingenieurguide, also ich helfe dir in Altplan, das ist korrekt. Braucht ihr Unterstützung in Altplan? Möchtet ihr eure Workflows optimieren, neue Funktionen erlernen oder Standards einführen? Dann seid dabei in unserem Live-Webinar 20 Minuten, erfahrt ihr, wie ich euch dabei unterstützen kann. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir jetzt Pakete geschnürt. Eine Stunde im Monat, zwei oder drei. Zur Webinaranmeldung unten den Button anklicken. Genau, also der Ingenieurguide, habe ich schon öfters beworben, der läuft ziemlich gut und es gibt halt knappe Slots. Das heißt, ich bin ja nur einmal auf der Welt verfügbar und viele benötigen meine Hilfe. Die sagen zum Beispiel, hey, hast du irgendwie eine Funktion, die das oder das kann? Kannst du mir beim einen Tipp geben, wie ich das modellieren soll? Wie soll ich das attribuieren? Wie soll ich das Projekt aufteilen? Wie soll ich dieses Gebäude aufteilen? Und so weiter und so fort. Genau dafür bin ich da. Ihr schreibt mir einfach über Teams eine Nachricht, aber wie gesagt, meldet euch einfach in dem Webinar an. Da erfährt ihr alles. Ja, und dann könnt ihr von meinem Wissen profitieren. Natürlich auch, wenn ihr Reports, Legenden oder sonst irgendwas braucht, bin ich ja Spezialist. Das nächste. Hier ist der Schmankerl, die CS Concept Ingenieurbau Buddies, oder Buddies Ingenieurbau muss ich eigentlich sagen. Die werden Ende des Jahres released. Also ich bin da auf Hochtouren dran, dass die ihre Freigabe bekommen. Da sind auch die Subpods enthalten übrigens, gell? Und die, ja, es ist einfach so ein starkes Meisterwerk aus meiner Sicht. Ich bin sehr stolz drauf. Es ist wie wenn ein Künstler so seine Figur gemeißelt hat und das dann präsentieren und sagt, hey, ich habe da jetzt seit monatelang dran gearbeitet und wartet nur noch auf den Release. Bei uns gibt es halt noch so viele Sachen zu klären. Ich muss noch ein paar Sachen optimieren. Es ist auch noch keine finale Version. Also es könnte noch komplett anders aussehen als hier auf dem Bild. Aber es ist so krass. Also ich werbe nicht damit, dass ich zum Beispiel 10 verschiedene Mauerwerkstützen hier ablege. Da wo, oder 30, nehmen wir mal an 30 Stützen und keine davon ist korrekt. Welche soll denn korrekt sein mit Länge, Breite? Hauptsache eine ist richtig attribuiert, richtig mit der Oberfläche gestaltet und so weiter und so fort. Und dann gibt es einmal rechteckig und einmal rund. Fertig. Und das gibt es halt für ein Fertigteil, das gibt es von Ortbeton, das gibt es von Holzbau, das gibt es von Stahlbau. Je nachdem, welches Bauteil es ist, das ist dann durchgängig attribuiert, dass es funktioniert mit dem Positionsplan, dass es funktioniert mit der Stahlmassenschätzung und. Das ist wichtig, das ist gelebtes BIM. Und ja, da gibt es halt ein paar Zusatztools. Da gibt es so viel, das ist Wahnsinn. Deswegen, ich freue mich so krass auf diesen Release und deswegen mache ich auch schon vorab Werbung, klar, logisch. So, und jetzt zum Text. Ich freue mich, euch einen kleinen Einblick in mein aktuelles Herzensprojekt zu geben. Einen neuen Bürostandard für den Ingenieurbau bei den CS Concept Buddies. Worauf könnt ihr euch freuen? Intelligente, vordefinierte Bauteile für effizientes Arbeiten. Ein umfassender Mengenreport inklusive Stahlbau, Stahlmassenschätzung, Durchbrüche und Einbauteile. Diese Liste wird ständig erweitert. Automatisierte Positionsplanauswertungen für eine präzise Planung. Das Tool Attribim Manager, das sicherstellt, dass die richtigen Attribute zur richtigen Zeit am richtigen Objekt sitzen. Clever gestaltete Beschriftungsbilder für klare und verständliche Pläne, eine durchdachte Bauwerkstruktur für einfaches Navigieren im Modell, eine intelligente Plankopfvorlage, die Zeit und Nerven spart, einem geistreichen Assistenten und noch wirklich sehr viele Sachen mehr. Das kann man gar nicht auflisten, wie Drucksets oder sowas. Ne? Also das ist für mich Standardvoraussetzung. Also es gibt so viele Sachen, die man auch entdecken kann. Alles wird perfekt durchdacht, mit intelligenten Attributen versehen und benutzerfreundlich gestaltet. Geplanter Release Ende 24. Möchtest du benachrichtigt werden, sobald die CS Concept Buddies Ingenieurbau zur Verfügung stehen, dann klicke den nächsten Button.
Warum habe ich da einmal nicht Enter gedrückt? Mist. Aber ihr wurscht. Informiere mich. Schmankerl ansehen. Da gibt es noch ein kleines Video von mir. Ja, und dann jetzt nur noch den YouTube-Kanal abonnieren, um keine weiteren hilfreichen Videos über Allplan und BIM zu verpassen. Das solltet auch ihr tun. Und jetzt einer meiner Lieblingsabsätze immer. Wenn du bis hierher gelesen hast, bist du wahrscheinlich einer meiner besten Unterstützer. Damit hast du dich jedoch auch verpflichtet, diesen Beitrag zu teilen, also auch du. Anschließend mit durchgelesen und für gut empfunden zu kommentieren und einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank. Das hat es natürlich auf sich. Wenn man sich die Arbeit macht, dann wird das umso häufiger ausgestrahlt, umso mehr Leute das teilen, liken, kommentieren. Genauso funktioniert das auch in YouTube. Deswegen hier liken, teilen, kommentieren. Schickt das Video doch gleich in euren Intranet durch und sagt: Wow, was für ein tolles Video, ein Newsletter-Video. Ich finde es trotzdem cool. Servus, ciao, euer Peter. Wie gesagt, die ganzen Links in dem im Kommentar, ja, nicht im Kommentar, in der Beschreibungsbereich. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wann die Buddies rauskommen, klickt's. Servus, ciao. Ja, und jetzt gibt's noch was zu gewinnen. Ja, ich habe heute meine Subgrid-Kugelschreiber bekommen, freue mich sehr drauf. Alles, was ihr tun müsst, nur einfach kommentieren, liken und ja, wer bekommt das Ganze? Ich habe heute einfach einen Vorrat gekauft, einen kleinen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jemand einen haben möchten. Schreibt es einfach mir persönlich unter peter.pöppel@subgra.de eine E-Mail mit eurer Anschrift, euren Namen und ja, wie gesagt, über Google-Rezensionen freue ich mich besonders, Kommentare und dann schauen wir mal, wer da ein paar Stifte abgreifen kann. Jupp, das war's, Servus, ciao, euer der. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Allplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.